Hallo und willkommen zu diesem Video. Dieses Mal habe ich ein kleines Special in Form einer Schreibtischtour für euch, um einfach mal Danke zu sagen. Ich habe zwar nicht die 1000 erreicht oder so, aber im Prinzip ist es ja auch egal. Bedanken kann man sich ja, wann man möchte. Und mir ist es jetzt einfach zu wichtig, als dass ich damit noch ein paar Monate warten könnte. Auf jeden Fall geht ein herzliches Dankeschön an euch alle, welche durch das Video von Felix so fleißig abonniert und Kommentare und so weitergeschrieben haben. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie geil das ist, wenn ständig neue Mails einflattern. Und ja, es war einfach geil. Ich kann mich auch gar nicht angemessen genug bei Felix bedanken, denn seine Aktion war einfach Bombe. Jeder, wirklich jeder YouTuber sollte sich ein Beispiel an ihm nehmen, denn niemand sonst mit 15.000 Abonnenten ist noch so eng bei seiner Community und setzt Meilensteine in dieser Art und Weise für kleinere YouTuber. Ich weiß auch genau, dass ich extrem viel Glück hatte, überhaupt in diesem Video vorzukommen, denn das habe ich alles dem I Know Review zu verdanken. Ein super sympathischer Typ, dem ich auch nochmal zu seinen 1.000 Abonnenten gratuliere. Also wirklich danke nochmal für alles und bevor ich jetzt noch weiter laber, viel Spaß mit diesem Video. Als allererstes seht ihr jetzt mal meinen Schreibtisch im Überblick und ich denke, ihr könnt euch vorstellen, woher das gute Stück kommt. Als erstes sieht man meinen alten 20 Zoll Acer Monitor, der wenigstens ein mattes Display hat, aber sonst wirklich nichts Besonderes ist. Dahinter steht eine, wie ich finde, ziemlich stylische Lampe und links daneben ein Telefon. Auf der rechten Seite wird es dann schon etwas spektakulärer, denn hier steht mein Rechner auf einem Standfuß aus Aluminium. Das ist ein MacBook Pro aus dem Jahre 2009 mit 2 GHz Intel Core 2 Duo Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und 15 Zoll. Er tut zwar für normale Anwendungen noch, was er soll und auch Videoschnitt haut mit längeren Wartezeiten gerade noch ganz gut hin, aber wie wahrscheinlich so ziemlich jeder in meinem Bereich träume ich davon, irgendwann noch auf einen Retina MacBook Pro oder, wenn er irgendwann mal kommt, einen Retina iMac zu wechseln. Und dann nochmal weiter rechts steht mein Rode M3, ein wirklich cooles und gutes Mikrofon für nur 79 Euro. Den Ton hört ihr ja gerade. Vielleicht fragt ihr euch auch, warum ich keinen Lautsprecher da so hier stehen habe. Das liegt einfach daran, dass ich bisher noch nicht das Geld hatte, mir welche zu kaufen. Und außerdem höre ich meine Videos oder alles andere sowieso mit Kopfhörern. Außerdem steht auf dem Regal neben meinem Drucker auch noch die coole Sonos-Anlage, über die ich meine Musik auch hören kann. Und das war's dann auch schon wieder mit diesem Special-Video. Ihr merkt schon, so viel steht auf meinem Schreibtisch gar nicht rum und das unter dem Schreibtisch behalte ich euch lieber mal vor. Und dann bedanke ich mich noch einmal bei euch allen und begrüße euch auf diesem Kanal. Wir werden garantiert noch viele coole Videos miteinander erleben. Und damit sage ich dann ciao und bis zum nächsten Video.